Was geht ab, Freunde? Willkommen zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir werden jetzt gemeinsam in die Vollversion reinstarten. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Wenn es der Fall ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, kurz eine Bewertung dazulassen. Gerne auch einen Kommentar, um das Ganze zu unterstützen, zu pushen. Gerne auch mit eurer Lieblingsfigur aus Final Fantasy oder eurem Lieblingsgame. Und ansonsten, wenn ihr es günstiger kaufen wollt, selber spielen wollt, checkt meinen Partner aus, Link in der Videobeschreibung. Gibt's auch jeden Monat ein kostenloses Gewinnspiel. Ansonsten würde ich sagen, wir starten durch. Let's go! Beeil dich, Cloud. Wir berichten live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodiert sein? Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen, ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole, potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Bring den da rüber! Mach den Helikopter! Offenbar wurden Überlebende gefunden. Mist, film schnell was anderes. Wir heben ab! Hey!
Schluss damit! Der Helikopter ist ab! Er scheint nach Tempo fest zu fliegen! Verdammt! Jetzt langsamer! Sorry, pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge, bloß eine Markovergiftung. Warte! Okay, Leute. Okay. Ich muss ja sagen, Zack hat eine geile deutsche Stimme bekommen, ohne Witz. Ich habe mir jetzt auch mal nach der Demo auch mal die englischen Stimmen reingezogen, auch von Cloud und Tifa und so weiter. Und ich sag euch, so wie es ist, die Deutschen klingt viel besser. Viel besser. Also, ich würde sagen, ich habe so Bock, Leute. Ich habe so Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe so Bock auf das Game. Absolutes Highlight dieses Jahr. Also mein Most Wanted Game des Jahres am Anfang. Und jetzt ist es endlich da. Mann. Schlagen können wir noch nicht mit ihm? Okay. Gut, sind sowieso nur normale Kisten. Boah, sieht das nice aus. Panzerschwert. Das war's. Komm, mach sie weg. Na komm, mach sie weg, Zack. Sehr gut. Komm runter, wenn ihr euch traut. Ja. Okay, sie trauen sich. Okay, das ist mal eine Ansage gewesen jetzt hier. Komm her hier, Mensch. Du hast ja eh keine Chance.
dann, lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Es gießt wie aus Kübel. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Blut. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja? Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makoreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Oh! Ungeheuer versperren den Weg! Los! Nimm den da. Warte im Wagen. Nichts da. Geht schon. Ach, Leute, ey, okay. Das Intro mit Zack ist interessant auf jeden Fall. Sephiroth war eine Klasse für sich. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt.
Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte... Bis zum Abend bist du freigestellt. Mhm. Okay, gut. Das Hauptmenü. Ja, da kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen, deine Ausrüstung wechseln und Materie in Waffen und Accessoires einsetzen. Okay. So, Bewegungsarten. Okay, jetzt kommen erst das Tutorial-mäßig wieder. Okay, gut. Ja, wir können ein bisschen klettern. Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain der Steuerungsart und Clouds Gebietslage ab. Ja. Also nicht, ob er jetzt gut drauf ist, ob er jetzt gerade für Jokes aufgelegt ist, sondern ob er verletzt ist wahrscheinlich. Ey, das mit Zack, wie gesagt. Es ist, ich weiß nicht, ich überlege gerade. Ob das wirklich die Realität war oder eine andere Version oder sowas, das könnte vielleicht auch sein. Mal schauen. Wir werden sehen auf jeden Fall. Das, was mit Aerith passiert, das ist ja allseits bekannt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich trotzdem drüber reden soll oder nicht. Obwohl es einer der bekanntesten Spoiler der Gaming-Geschichte ist. Gut. So, auf jeden Fall, anders als in der Demo, werden wir uns jetzt versuchen, noch mal ein bisschen mehr umzugucken. Gerade wenn wir dann später in dem Bereich sind, wo wir dann kämpfen werden und so. Ich versuche natürlich dann hier die Items mitzunehmen. Also diesmal kann ich sie nicht zurücklassen. Ich konnte sie in der Demo schon schwer zurücklassen. Hier und da, wenn ich dann was gesehen habe. Aber hier geht es natürlich noch schwer. Ist ja klar. So. Grüß dich! Wie stark bist du eigentlich? Mit wem redet die? Das wird ein richtiges Festmahl. Aha, ich habe auch schon noch mal... Schon cool. Ja. Ich spiele jetzt wieder im Performance-Modus mit Frames. Und ich muss sagen, die Auflösung ist ein bisschen besser, glaube ich, aber wird trotzdem immer noch ein bisschen knackiger sein. Aber im Vergleich zur Demo würde ich sagen, ist es schon ein bisschen knackiger, oder? Was meint ihr? Seid vorsichtig! Es muss immer einen geben in der Bande, der eine richtig hässliche Frise hat, ne? Tja, wer ist das wohl hier? Ich bin jetzt Sephiroth! Hier ist alles im Futter! Na komm! Wollte gerade sagen, ne? Die Kiste wollen wir haben. Was macht er denn hier? Ist ihr bei Soldat eigentlich mehr als gewöhnliche Leute?
Tja. Ob er jetzt darüber nachgedacht hat, dass er von hier aus immer damals rein spioniert hat bei Tifa ins Zimmer rein, weißt du? Dass er sich jetzt aus der heutigen Sicht schämt, aber ich denke mir so, Junge, man kann es verstehen. Aber man macht sowas natürlich nicht. Ist klar. Ja? Sowas macht man nicht. Aber man kann es verstehen, dass er es bei ihr machen würde. Ist ja klar. Ey, diese Kommentare, ey, das ist ja jetzt schon der Knaller wieder, ey. Wie? Du warst auch bei mir zu Hause? Ja. Natürlich. Ich dachte, du wärst vielleicht da. Diesmal werde ich allerdings nicht Klavier spielen, Freunde. Denn in der Demo ist es so gewesen, dass einfach die Melodie, das Klavierspiel, einfach geclaimt wurde. Als Copyright. Aber nicht so von wegen, ey, Square Enix hat das geclaimt, weil es gehört denen, die Musik, sondern es war einfach geclaimt worden vom Algorithmus, beziehungsweise von YouTube, dass irgendwie so das eingestellt wurde, ey, es ist ein Coversong von das einem Final Fantasy Song. Wie hieß die noch gleich? Mozzi? Ja, und war eigentlich immer unterwegs, so auch an jenem Tag. Also die Melodie am Klavier wurde einfach als Cover geclaimed. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist vollkommener Blödsinn, aber na gut. Was soll man dazu sagen? Aber ich habe gesehen, es gibt schon einige Videos, wo Leute freie Stücke, sag ich mal, selber nachspielen auf dem Klavier. Kann man sich auf jeden Fall ein paar Videos reinziehen. Zimmer? Ja. Wir tun es, oder? Wir tun es wieder. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Oh doch. Hätt's nicht tun sollen. Ach ja. Du Schwein! Du Schwein! Ach, ja. Hast du auf dem Klavier gespielt? Nee, hab ich leider nicht. Nein, hab ich nicht. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst.
Ich werde immer, immer. Das reicht jetzt aber. Sehe ich das richtig? Ihr wart also Nachbarn? Ja, aber so viel Kontakt hatten wir gar nicht. Aus verschiedensten Gründen. Und der größte warst sicher du, was? Tja. Wenn das nicht Cloud ist. Hier sind die kleinen Kätzchen. Süß, oder? Hey, faucht die mich an, oder was? Nein, ich bin noch gechillt. Klar, Hunde sind cooler, das ist klar, aber... Also ihr seid auch süß. Was macht ihr denn da? Du bist wohl gerade nicht im Dienst, was? Du anscheinend auch nicht, oder? Kann das sein, dass sie auch nicht wirklich im Dienst ist? Kleiner Aussetzer, oder? Okay. Warum zeigt mir das hier noch an? Ne? Was einfach so los? Weil ich da noch Klavier spielen kann? Wahrscheinlich. Ne? Okay. Ah, einer der freundlichen Helfer von Shinra. Schön, dass Sie da sind. Shinra? Shinra? Ach, jetzt sehe ich's erst. Du bist ja Cloud. Ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Aus dir ist ein stattlicher junger Mann geworden, Cloud. Super cool! Super cool! Okay. Bist du ein Soldat? Soldat? Anscheinend kann ich noch nicht einkaufen. Apple Tea. Sieht nämlich so aus, als könnte man hier Materia kaufen, oder? Was meint ihr? Oh, das sind einfach riesige Murmeln. Das ist auch möglich. Die Uniform Cloud, bist du das? Jo, ich bin's. Ciao. Einer von Shinras Soldaten, hä? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher, quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Wär doch auch mein Schüler. Hm? Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen? Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her. Bin sehr gespannt, wie ihr euch in den Bergen schlagen werdet. Okay. Die Jungs aus der Stadt machen echt was her. Kein Vergleich zu unserem Dorftrampeln hier. Ja, ja. Ach, du bist wieder da. Sephiroth ist auch schon zurück. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, verhielt sich Sephiroth irgendwie komisch, seit wir Nibelheim erreicht hatten. Oh? Ist draußen was? Diese Landschaft. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Sephiroth. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich.
Nacht. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Etwa den Unfall schon vergessen? Das ist doch schon lange her. Ich denke, sie ist jetzt alt genug dafür. Wir warten noch auf jemanden. Jawohl! Hey, hey! Sephiroth, bitte! Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist Zeit. Davon will ich nichts mehr hören. Was soll in Begleitung von zwei Soldaten schon passieren? Tifa! Guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr. Tifa! Führst du uns etwa? So sieht's aus. Schließlich kenne ich mich hier am besten aus. Kannst jeden im Dorf fragen. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Los jetzt. Oh. Sephiroth, ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tifa. Ach bitte, nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Davon? Danke. Bitte lächeln. Das klingt ja regelrecht spaßig. Eins noch. Das war es auch. Sorry. Zu Beginn. Der Reaktor steht mitten im Nibelgebirge. Die Luft war genauso kalt, wie ich sie von früher in Erinnerung hatte. Okay, also wir können sprinten. Es gibt zwei Arten im Spiel zu sprinten. Halte R2 oder drücke kurz einmalig linken Stick. Okay. Shinra Frachtkisten zerstören. Mit Quadrat können wir die zerstören. Okay. Okay. Also okay, hier ist es auch so, dass du, sobald du in die andere Richtung von dem Ziel läufst, dass du so langsam bist, ja. Warum haben sie sich denn dafür entschieden? Das verstehe ich nicht. Fühlt sich so an, als wollen die unbedingt, dass du erstmal zum Ziel gehst, oder? Bevor du dich erstmal hier ein bisschen umguckst. Ich muss sagen, hier sieht die Optik doch nice aus, ja. Und die Cutscenes sehen überragend gut aus. Überragend gut. Also die Intro-Cutscenes sahen ja unfassbar krass aus. Das Nebelgebirge ist ein bisschen berühmt geworden, weil man hier den ersten Marco-Reaktor überhaupt gebaut hat. Ich habe schon viele Reaktoren inspiziert, aber dieser hier ist zweifellos am schönsten gelegen. Die Landschaft ist beeindruckend. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Ihr bei Soldat habt's echt gut. Seid immer auf Reisen. Reisen, hm? Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert. Ah, Uematsu, eine Legende auch mit seiner Musik. Oh Mann, Leute, ich hab so Bock auf das Game. So Bock. Nicht so zu verausgaben. Davon bin ich weit entfernt. Trainier schließlich fleißig. Was du nicht sagst. Haben wir ein Glück. So, war hier noch was? Nee, ich glaube nicht.
wie geil die Musik alleine schon wieder ist. Wie geil die Musik alleine schon wieder ist. Mann. Es wird richtig nice, Freunde. Es wird richtig nice. Ich meine, es hat ja überragende Bewertung bekommen, ja. Überragende. Also. Ich meine, da soll man jetzt nicht immer zu viel drauf geben, so, aber wenn sich alle einig sind, dann ist ja irgendwie ein bisschen was dran, denke ich, ja. Und die Demo war ja auch schon sehr geil, der Vorgänger war geil, also. Immer schön tiefer hinterher. In letzter Zeit tauchen die auch in der Nähe des Dorfes auf. Was jetzt? Das erledige ich. Bitte, nur zu. Geht klar. Okay, kämpfen mit Cloud, mit Quadratfürste oder Viereck führst du einen Angriff mit dem Schwert aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff zu folgen zu lassen. Bedingt durch Faktoren wie der Position der Gegner kann dieser unterschiedlich ausfallen. Okay, nach Ausweichen. Ziemlich schwach. Schock, schwere Not. Erste Trophäe am Start. Nice, sehr gut. Bringen wir es hinter uns. Und direkt die neue, nächste, was geht ab? Okay, den ersten Kampf und wahrscheinlich eingeschockt. Ach was. Mit den Ungeheuern hier wirst du auch allein fertig, oder? Na, was hast du denn gedacht? Ich übernehme, Seffy Ross. Ganz wie du meinst. Okay, auf keinen Fall überschwingen. Nee, das machen wir schön nochmal als gesamtes Projekt, weil, wie gesagt, ich will mich ja nochmal ein bisschen umschauen und ein paar Sachen mitnehmen, die ich schon gesehen habe. So, alarmierte Gegner, aluminierte, wahrscheinlich auch noch. Wenn du dich einem Gegner näherst, ja gut, Präventivschlag, das hatten wir auch schon, gut. So, ATB-Kommandos. Wenn du im Kampf deine Gegner mit Viereck angreifst, lädt sich dabei deine ATB-Leiste bis zu 2 Einheiten auf. Ist deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt, kannst du mit X-Fertigkeit Magie oder Gegenstände einsetzen. Das hatten wir ja schon. Links unten seht ihr das unter Kommandos. Ne? Alles geben. Immer doch. Immer schön alles geben. Nice. Sehr cool. Was auf jeden Fall schon den Unterschied macht, ist natürlich die Sektion mit Zack. Das. Lauf doch mal einfach wie ein Mensch, Cloud. Ich versuche einfach nur den normalen Weg wieder runterzufinden von dem scheiß Stein. ja, das wollen sie wahrscheinlich noch nicht zeigen, ne, in der Demo. Aber gut, ist jetzt auch nicht so krass gewesen. Also, ist schon cool, aber das waren jetzt auch nur gefühlt 3 Minuten, also. Nice. Achtung, nicht einschlafen, Herr Soldat. Aha. Den übernehme ich. Oh yeah. Blocken und ausweichen. Sagt mir jetzt gar nichts. Blocken kenne ich nicht. Ausweichen schon eher. Okay, R1 blocken, Kreis ausweichen. Indem du Angriffe blockst, kurz bevor sie dich treffen, kannst du Schaden vollständig verhindern. Ich sag mal so, ist nicht meine Stärke, ne? Wie man gesehen hat, direkt. Wie man gesehen hat. Das ist nicht meine Stärke. Schwa.
Was? Ich hab's drauf, Mensch! Habt ihr's gesehen? Seid ihr stolz auf mich? Freunde, ich hoffe es doch. Apropos, Freunde, wenn ihr neu dabei seid, oder? Lasst mal ein Abo hier auf dem Kanal da. Denn natürlich folgen noch einige andere Spiele dieses Jahr. Ich meine, nächsten Monat haben wir noch ein paar andere interessante Spiele, wie zum Beispiel Dragon's Dogma 2. Habe ich richtig Bock drauf. Mal schauen, wie das so ankommt. So, Gegner angesehen mit rechten Stick. Das ist ja Standard, sag ich mal. In Games. Dann haben wir natürlich auch nächsten Monat Rise of the Ronin. Freue ich mich auch drauf. Mal schauen. Ja, schön alles geben. Ich kann fliegen. Seht ihr das? Ich bin quasi in den Wolken mit Cloud. Ach komm, hör doch auf, ey. Bring doch nicht solche Jokes. Komm, dann lassen sie direkt das Abo sein, weißt du? Ja, du, vielleicht ist es auch besser. Ne? Respekt, Junge, Respekt. Au. Bringt noch mal bitte. Mensch, ey, viel zu spät reagiert. Schon besser. Jetzt oder nie. Geil eigentlich, wa? Phoenix! Bring es hinter uns! Das könnte länger dauern als gedacht. Ja, dann kämpft doch einfach mit. Nicht, wenn wir rennen. Das machen wir nur, wenn wir absolut müssen. Beim nächsten Mal hat das Mädchen vielleicht nicht so viel Glück. Auch gut, dann gehe ich eben vor und räume uns den Weg frei. Das schaffe ich mit links. Wollen wir hoffen. Klar doch, wir treffen uns oben. Na klar doch, Materie einsetzen. Über die Sektion Ausrüstung und Materie im Hauptmenü kannst du deine Waffen und Rüstungsgegenstände ab sofort frei mit Materie bestücken. Probier es mit Cloud einfach mal aus. Ja. Ja, zeig nochmal an, wie war das nochmal? Materie werden über das. Ja, okay, das haben wir. Wähle Cloud aus. Materie einsetzen. Was haben wir denn überhaupt am Start? Ja, also die wichtigsten oder mit die wichtigsten Slots sind ja die, die so verbunden sind, weißt du? Da kannst du ja am meisten, würde ich jetzt so sagen, dass man da am meisten mit rausholen kann von den geilen Sachen. Oben befinden sich Materia-Slots für Waffen und unten für Ausrüstung. Wähle einen leeren Materia-Slot aus und drücke X. Ja, Analyse. Das war's. Tutorial beenden. Okay. Wir haben ja noch fast gar nichts, denke ich mal. Feuer anwendbar haben wir auf jeden Fall jetzt. Materia verbessern? Ne, haben wir nicht. Oder? Was haben wir denn eigentlich? Lass mal kurz schauen. Lass doch mal kurz schauen. Fotomodus brauchen wir nicht. Ausrüstung Materia. Was haben wir denn überhaupt? Heilen? Glut, doch. Glut, Feuer haben wir jetzt. Frost haben wir hier. Haben wir sonst noch was? Nee. Na gut. 45 Minuten spiele ich schon? Ich habe doch die Demo gespielt und trotzdem geht es so schnell wieder vorbei. Ich kenne den Abschnitt jetzt hier schon. Trotzdem geht die Zeit wie im Flug. Ohne Scheiß, das ist ja unfassbar. Freunde, wenn ihr jetzt schon am Start seid, ne? Dann schreibt mir doch mal einfach Wolkenschloss in die Kommentare. Wolkenschloss in die Kommentare als Codewort, damit ich weiß, wer jetzt noch am Start ist und richtig cool ist, okay? Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache und ja. So, Haltungswechsel hatten wir auch schon. Links unten, offensiv oder allround. Und ja, das gehört. Dreieckwechsel machen wir. Wenn wir Bock haben. Jetzt
oder nie. Nice. Alles geben. Hört doch auf, Mensch. Hört doch auf. Feuer auf den Kiefer. Bringen wir es hinter uns. Ja, jetzt. Nein, Mann. Alles geben. Kleine Show, fällig. Oh Gott, ey, mein Mikro steht genau vor der Lebensleiste von ihm. Ich habe richtig Schaden schon kassiert. Ach, scheiße. Ey, nicht, dass hier schon down geht, das wäre peinlich, ja. So. Hier war, glaube ich, noch nichts zum Einsammeln. Nee, okay. Okay, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Kamera ist manchmal ein bisschen... Mensch, ey, ich hab den schon gesehen, aber der hat mich irgendwie gestunt hier, der Erste. Du Sau, du, ey. Ach, weißt du was? Friss das, ey. Du kommst doch dran, du kommst doch jetzt dran, komm her. Lief ganz gut, oder? Naja, ausbaufähig würde ich sagen. Das geht besser. Das geht noch besser, Leute. Mix Super Trunk. So, ja, hier können wir ja noch nicht durch. Können wir jetzt gleich. Kiste können wir mal mitnehmen. Meint ihr, hier gibt es wieder dieses Kisten-Minigame? Das fand ich echt ganz lustig im Vorgänger. Okay, Tifa, ich komme. Geht's nicht weiter. Die Brücke ist schon vor einiger Zeit eingestürzt. Komm wieder runter, ja? Ja, ja. War hier oben was, ey? War hier oben was, wenn man da so runterdroppt? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Okay, an Orten, die mit diesen Dingen markiert sind, kannst du dich durchquetschen oder interagieren. Ja, ja, gut, machen wir. Ständig Shinra. Und ich wollte die Führung erst ablehnen. Dachte, du würdest reichen. Zum Glück habe ich mich anders entschieden. Nach dir. Gern. Oh Mann, ey. Hör doch auf, Sephiroth. Hör doch mal auf jetzt. Okay. Nix in den Kisten. Danke für gar nichts. Materialismus war, dass wir Items bekommen mehr oder was war das? Wir sollen gleich nochmal gucken. Geht gar nicht.
So, lass mal ganz kurz schauen. Ach ja, ach das war das, ja. Erhöht die Stufe verbundener Materie um einen. Materie auf Höchststufe sind davon ausgegangen. Um eins, dann Punkt, ja. Genau. Was haben wir denn hier drin? Was ist das hier? Frost. Also theoretisch können wir das jetzt hier da rein tun und haben halt Frost auf einer Stufe höher. Ja. Jo. Ja, können wir ja erstmal so machen. Warum nicht? Können wir ja erstmal so machen. Mein Gott, wirklich. Also, was ist denn jetzt hier los, ey? So. Muss ich tatsächlich hier blocken, ey? Das ist so weit gekommen, ist wirklich. Die Schnauze. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, warte mal. Also ich konnte ja jetzt nicht, warte mal. Die Materie, die in den Ausrüstungsgegenständen sind, die müssten doch eigentlich auch zum Zaubern da sein, oder nicht? Oder habe ich jetzt Eisding übersehen? Muss ich gleich nochmal checken, ne? Natürliche Makrogase. In diesem Gebirge scheint es noch immer reiche Vorkommen zu geben. Atmet nicht zu viel davon ein. Auf eine Makrovergiftung kann ich verzichten, ja. Ich meine, das Remake ist ja auch schon ein bisschen länger her, oder? Muss da erstmal wieder reinkommen, ja. Obwohl ich sagen muss, ich war damals auch nicht so ein krasser Ausrüstungsfreak oder sowas. Was heißt Freak, aber so ein krasser Kenner, so, der sich das komplett krass zusammengebaut hat. Ich habe eigentlich nur das genommen, was gerade da war, ehrlich gesagt. Aber einige von euch kennen sich da bestimmt noch mal ein bisschen krasser aus und können da bestimmt hier und da vielleicht ein paar Tipps geben oder sowas, was eine coole Kombi ist zum Beispiel. Auch nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für andere, die das lesen. Weil wenn ich dann sehe, ich habe Feuer, Eis, Blitz, reicht erstmal. Mehr brauche ich nicht. Ansonsten habe ich ja mein dickes Schwert hier am Start, weißt du? Und halt mein Panzerschwert dazu noch. So. Südkamm haben wir auch jetzt. So, warte mal. Ach Gott, hier, genau. Hier war irgendwo ein Item, was ich zurücklassen musste, leider in der Deko. Irgendwo hier war das doch. Wo war das denn? Oder? Oder war das weiter oben? Das ist noch eine verdammte Lampe. War das hier? Ich glaube, das kommt gleich noch. Okay. Wir müssen uns beeilen, Sephiroths Haare werden nass, das geht nicht. Etwas mulmig. Einfach Augen zu und durch. Hey, ich gehe voran. Hey, man kann gar nicht ahnen, was hier passiert mit dieser langen, wackeligen, alten Brücke. Ich weiß nicht, was könnte hier passieren. Vor allem, wenn sie sagt, ich renne vor.
Eva! Bist du okay? Cloud! Hoffen wir, dass er Glück hat. Kennst du den Weg? Ja. Das Dorf liegt flussabwärts, nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Werde dich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Okay, Mauern und Felswände, die dir Halt bieten, kannst du hinaufklettern. Ja, gut. Ja. Rest in peace, Soldat. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Tja. Wo immer auch du sein magst, wir werden dich sehr schnell vergessen. So, okay. Rastpunkte, wenn du dich auf Bänken an sicheren Orten oder den Betten in Herbergen ausruhst, werden deine TP und MP vollständig geheilt. So, trotzdem nehmen wir das erstmal mit hier. TP-Boost. Das ballern wir uns gleich mal rein. So. Okay. So. Gloria Armschutz. Wow, krass. Guck dir mal die Ausrüstung an, ey. Krass. Alleine sein Schwert, ey. Nice. Höllenpforte. Das sagt doch schon alles, oder? Das sagt doch einfach schon alles. So. Ich würde sagen. So, TP nehme ich da mal. Plus 15%. Was haben wir denn jetzt bekommen? Warte mal, wie viel waren das jetzt? Das ist schon, also ja, 561 dazu. Das ist schon eine gute Ansage, auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr. Krass. Hat man jetzt mehr Lebensenergie als Sephiroth? Das habe ich schon in der Demo gesagt. Der kommt irgendwie, also der müsste eigentlich viel krassere Werte noch haben im Vergleich zu Cloud, oder? Eigentlich schon auf jeden Fall, finde ich. Das schaffst du.
Okay, zwischen Charakteren wechseln. Du kannst zwischen den Charakteren in deiner Gruppe wechseln, um einen Vorteil aus der jeweiligen Kampfsituation zu zielen. Außerdem ist es möglich, deinen Gefährten zu befehlen, ihre Fertigkeiten einzusetzen, ohne zu ihnen zu wechseln. Oder wechseln zu müssen. Okay, Steuerkreuz links, rechts, unten, oben ist wechseln. Gefährten Befehle geben L2 und R2 gleichzeitig? Werden wir gleich sehen. Okay, Sephiroths Stärken. Drücke Viereck, um Nahkampfangriffe mit Sephiroths Schwert Masamune oder Masamune, wie wird das ausgesprochen auf Deutsch? Masamune, würde ich schon sagen, oder? Ausführen. Gedrückt halten führt stattdessen einen Distanzangriff aus. Nach einer bestimmten Anzahl erfolgreicher Angriffe können mit Dreieck Folgeangriffe wie Klingenstoß oder Schwerttanz angewendet werden, die die Limitleiste aufladen. Während des Blockens mit R1 verharrt Sephiroth in einer Konterstellung. Drücke zeitlich auf den gegnerischen Angriff abgestimmt, Viereck, um ihn zu parieren. Krass. Let's go. Achso, L2, falls wir mehrere, dass wir dann nach links durchwechseln oder nach rechts. Ja, gut, alles gut. Ja, es ist halt ein anderes Level direkt. Müssen wir einmal sagen, an der Stelle zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es halt einfach ein ganz anderes Level im Vergleich zu Cloud. Der gegenwärtige Anführer der Gruppe ist Sephiroth. Der Anführer ist bei Kampfbeginn der jeweils aktive Charakter. Ah, das passt schon. Aber laufen tun wir mit Cloud. Hier ist das Zeug auch. Ja, ziemlich konzentriert. Seht euch vor. Dieser Wichtel ist gefährlich. Wir müssen jetzt... Kamera, Bruder! Es ist aus. Okay, warte mal, da unten müssen wir hin. Lass erstmal hier gucken. Kann man das zerschlagen? Ja. Was haben wir hier Schönes? Gestärkte Attacke. Gestärkte Attacke. Das gucken wir mal ganz kurz an. Na. Ah, okay, cool. Ist einfach nur ein Buff quasi, oder was? Ja. Warte mal, ich speichere mal eben ganz kurz. So. Okay, ey, ich mache auf jeden Fall den ersten Part ein bisschen länger. Ich meine, die anderen werden jetzt auch nicht kurz sein. So ist es ja jetzt auf jeden Fall nicht, aber den ersten können wir mal ein bisschen länger machen. Aber bisher, es ist klar, jetzt ist der Abschnitt aus der Demo. Aber wie gesagt, die Zeit geht wirklich im Flug vorbei, ja. Es ist, ja, einfach geil, ja. Einfach geil. Ich freue mich richtig, ey, gerade wenn das dann vorbei ist mit dem Demo-Abschnitt, was dann noch alles passiert, so. Ich hab Bock, Freunde. Eine Mako-Quelle. Sie ist wunderschön. Oh. Ja, aber wenn wir zu viel Mako verbrauchen... Dann verschwinden die Quellen irgendwann. Unsinn. Wer sagt denn sowas? Papa. Und der Bürgermeister auch. Der Planet ist riesig. Mako gibt's genug, nicht? Natürliche Materia. Materia entsteht aus verdichteter Mako-Energie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materia eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? Hm. In den Materia ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Magie ist echt komisch. Hahaha.
Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißglut bringen würdest. Der duldet nicht mal das Wort Magie. Weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Ojo aus der Forschungsabteilung. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Los, weiter. So, okay. Ich glaube, sonst liegt hier nichts mehr. Ich hoffe es zumindest. Was hat er denn hier? Ja, es ist wie schnell es geht mit ihm. Ob der Soldat hier Spaß hat, ey? Ich weiß ja nicht. Aber er ist dabei auf jeden Fall. Er ist dabei wenigstens. Und lebt noch vor allen Dingen. Ist doch gut, ey. Immer dieser Stress, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Das sieht aus wie Gelee, ehrlich gesagt, oder? Für mich sieht es aus wie Blaubeer-Gelee. Gibt's das? Gibt's Blaubeer-Gelee? Wahrscheinlich schon, ne? Das gibt's nicht, ja. So, warte, war hier die Stelle? Nee, ne? Nee. Da gab es doch gleich irgendwo eine Stelle, wo man hier links irgendwie so an der Klippe runtergehen konnte. Für ein Item. Mensch, ich bin doch ausgewichen sogar. Was ist denn jetzt los? Unblockbare Angriffe, okay. Sage mal, hör doch auf mit der Scheiße jetzt. Ah ja, da unten war's. Da war die Materie. Die nehmen wir mit. Dieses wunderschöne Haar von Sephiroth. Wunderschön einfach. Deswegen wunderschön. Gucken wir noch mal ganz kurz, was das ist. Weite den Wirkungsbereich verbundener Magie-Materie aus. Ah, auch nicht schlecht eigentlich. Ja. Nicht schlecht. Montisaurus. Name, Alter. Synchro-Aktionen. Während des Blockens mit R1 kannst du durch Drücken der entsprechenden Tasten Synchro-Aktionen im Team mit deinen Gefährten ausführen. Synchro-Aktionen verbrauchen keine ATB-Einheiten und unterscheiden sich je nach gesteuertem Charakter.
Wenn du während des Blockens Touchpad drückst, werden Informationen zu deiner Sekunde. Okay. Future Team, okay, alles klar. Teamplayer, warte. Die Schockleiste. Unter der TP-Leiste von Gegnern wird eine zweite Leiste angezeigt. Die ihre Schockleiste. Durch bestimmte Attacken oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn ein Gegner ins Straucheln kommt, wird schockanfällig unter seiner Schockleiste angezeigt. Greife ihn nun mit Fertigkeiten oder Magie an, um seine Schockleiste besonders schnell zu füllen und ihn vollkommen wehrlos zu machen. Eine Analyse hilft dir, elementare und andere Schwachpunkte zu finden. Ja, das denke ich mir auch. Ups. Auswirkungen des Schockzustands. Wenn die Schockleiste von Gegnern komplett gefüllt ist, stehen sie unter Schock und sind für kurze Zeit handlungsunfähig. In diesem Zustand, in diesem Zustand, verdammte Scheiße, sind sie nicht nur völlig wehrlos, sondern erleiden auch besonders viel Schaden. Ja. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfertigkeit angreifst, kannst du außerdem deine ATB-Leiste sehr schnell aufladen. Okay. Naja, Cloud, es geht besser. Wie gesagt, es geht besser. Ich muss mich erstmal ein bisschen einarbeiten. Aber solange wir überleben, ist alles in Ordnung. So, da oben ist eine Materia. Ich glaube, die hatte ich übersehen bei der Demo. Präzise Abwehr. Weiter. Oder war das das? Ich weiß nicht. Wir nehmen alles mit. Alles, was ich sehe, nehmen wir mit. Nee, die hatte ich auf jeden Fall. Die hatte ich auf jeden Fall mitgenommen. Automagie. Ich bin ja mal echt gespannt auf die Open World, das muss ich ehrlich sagen. Weil das ist so, das hatte ich schon mal in anderen Videos erwähnt, auf meinem Hauptkanal, dass das eine Sache sein kann, die vielleicht nicht so geil ist. Mal schauen. Da bin ich wirklich gespannt, ja. Weil so in den Previews und Reviews hieß es nämlich schon, dass da auch sehr viele standardmäßige, stellenweise, wie es auch genannt wurde, 0815-mäßige Open-World-Aufgaben zu finden sind. Oder so auch der Aufbau anscheinend so sein soll, stellenweise. Mal schauen, ne? Sag mal, Leute, was ist denn, was soll das? Was soll das? Warum? Staubsaugen hier, ey. Nein, ich hätte es da... reicht das? Das muss doch auch trotzdem reichen, oder? Oder hätte ich das erstmal einmal kurz drum wickeln sollen? Oh Gott. Ja, hätte ich.
Oh Gott! Ich hätte es einmal erst hinschieben müssen. Oh Gott, wartet kurz. Okay, Freunde, euch habe ich es mal erspart. So, geht doch mal weg. Hört doch mal auf, immer mich zu blockieren, Mensch. Dreh noch durch. Hier, genau da war das. Das habe ich übersehen. Das war das, ja, genau. Das ist aber auch. Genau, das war das nämlich. Jetzt weiß ich es wieder. Muss man mal auch sagen, es ist schon auf jeden Fall besser versteckt als die anderen Sachen, aber gut. Wir haben es. So, sehr gut. Kiste. Schön, ey. Sie klettert gerade runter und dann kletter ich wieder hoch. Ach, Leute. So. Okay, ich speichere nochmal ganz kurz. So. Weiter geht's, weiter geht's. So, kann man das sagen, dass es der erste kleine Miniboss ist? Ja, oder? Ja, das ist ein guter Hinweis. Wahrscheinlich eher Feuer, oder? Wegen Käfer und so. Was geht jetzt hier? Körperteile des Gegners zerstören. Bei manchen Gegnern können bestimmte Teile ihres Körpers anvisiert und angegriffen werden. Durch die Zerstörung dieser Körperteile können die Gegner geschwächt und mächtiger Angriff unterbunden werden. So kannst du das Kampfgeschehen zu deinen Gunsten beeinflussen. Mist, ich steck fest. Freunde sind füreinander da! Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich habe eine Trophäe. Wisst ihr Bescheid, ja? Mein Gott, ey. Sehr gut. Hat doch funktioniert jetzt. Schön clever. Nur bis wir es runterholen. Zum Glück beherrsche ich nicht nur mein Schwert. Jetzt auf die Beine. Auf die Klauen. Hol es runter. Also die Kamera ist leider manchmal ein bisschen, ja. Und ihr seht es ja selber gerade, oder? Aber gut. Drauf da, immer drauf da. Hallo,
hechelst ja regelrecht. Aber vor Freude. Okay. Gut dann. Ich hechel vor Freude. Oh Gott, hör auf. Sephiroth und Cloud Synchro Fertigkeiten. Oder Fertigkeit. Sephiroth und Cloud Synchro Fertigkeit Kreuzspirale kann nun eingesetzt werden. Verwende sie, um den Materia-Wächter hinunterzustoßen. Machen wir. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mach dich bereit. Wow. Sowas schafft echt nur ein Held. Gut mal ausgewichen, ne? Zur Abwechslung. Das ist natürlich scheiße, wa? Limits. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich deine Limitleiste auf. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in einen Limitrausch. Das haben wir ja schon. Machen wir. Let's go. Haben wir es jetzt? Yes. Bring es zu Ende. Gut gemacht. Hä? Jetzt mach mal halblang. Also wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Richtig, das war er auch. Der Feind des Planeten? Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Klar. Nur Geduld. Du wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drin aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Sorge du für ihre Sicherheit. Tschö. Wehe, mir passiert was. Okay. Lass noch mal ganz kurz hier schauen. Wartet mal eben. Ne, warte. Schon ganz cool, ey, mit diesem Rückblick. Ich finde es nice. Vor allem auch geil, dass du hier Sephiroth mal kurz spielen kannst, dass du auch noch mal mehr so ein Gefühl bekommst, wie mächtig der eigentlich ist, ne? Ist ja ganz normal in Betrieb. Eigentlich sollten die alten Anlagen auf reduzierten Betrieb umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung.
Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, bleibt unter uns. Verstanden? Ist schon klar. Wenn du noch mal beten willst, dann tu's jetzt. Warum nur? Was ist das hier alles? War doch. Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Verstanden. Leute. Oh, krass hier, oder? Wie es hier aussieht, ey. Das ist das beste Feature im Game, muss man mal an der Stelle sagen, Freunde. Man muss auch ein bisschen auf die Kleinigkeiten achten, weißt du? Das ist so die Liebe zum Detail, die solche Games einfach ausmachen. Oder ausmachen, besser gesagt. Weißt du? Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Mutter hieß Genova.
es sein, dass ich auf dieselbe Weise erschaffen wurde? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen? Sephiroth. Schon in meiner Kindheit habe ich es gespürt, dass ich nicht wie die anderen war. Ich habe mich schon immer besonders gefühlt. Doch so hatte ich es nicht gemeint. Bin ich am Ende kein Mensch? Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Tja, Leute. Sephiroth ist zur Shinra-Villa gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Ja, sowas macht man doch nicht. Du suchst Sephiroth. Der hat die Herberge vorhin verlassen. Das sind mittlerweile auch so Sprecher, die kennt man auch, ja? Also die hört man auch immer und immer wieder. Nicht jetzt in so einer super krassen, großen, tragenden Rolle, aber man hört die immer wieder. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Marco? Quelle Nummer 1 ist. Ah, gut. Ich durchsuchte das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen.
Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein konnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das doch vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon. Huh?
Freunde. Das ist schon so nice gemacht, dieser langsame, stetige Aufbau, der sich immer irgendwie, also die Atmosphäre wird immer irgendwie dichter, also düsterer auch. Freunde, wenn ihr jetzt noch am Start seid, schreibt mir gerne mal in die Kommentare nochmal als weiteres Codewort Flammenmeer in die Kommentare, damit ich jetzt weiß, dass ihr noch dabei seid. Das ziehen wir noch durch, oder? Meine Part ist schon sehr lang, aber komm, das ziehen wir noch jetzt schnell durch. Stehe nicht rum. Hilf so vielen, wie du kannst. Na, das habe ich vor. Gott, ey, Sorge um Mama. War das wirklich Sephiroth? Ja, ganz sicher. Und der Mistkerl wird nach dir büßen. Aber... Jetzt reißt euch gefälligst zusammen. Schneidet ihm die Fluchtrouten ab. Zu Befehl. Sephiroth? Wer soll das gewesen sein? Halt durch, Mama. Ich hol dich. Vor allem auch die Musik dazu noch, ne? Schon Cloud, schneller, ja. Okay? Halt durch, Mann! So ein Glück. Du lebst. Ich bring dich hier weg. Könntest du so etwas tun? Da ist er!
nicht von der Stelle! Lass die Waffe fallen! Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Sephiroth nicht. Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle.
Dabei hattest du doch versprochen zu helfen. Wenn ich mal in Not bin. Diesen Planeten zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht. Mutter, von nun an werde ich immer bei dir sein. Du hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Das ist meine letzte Erinnerung. Machen. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken
ist voll verspannt. Zeig mal her. Oh, weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Schlaf gut. Gute Nacht. Bist du noch wach? So gerade noch. Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Na, du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal. Bis es mir genommen wurde. Ausgelöscht wurde. Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das klingt sicher komisch. Aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim. Cloud, bist du wach? Tja, Freunde. Ach ja. Ey, Beryl ist auch so ein Ehrenmann, ey, dass er ihn schlafen lässt, ja. Freunde, ich würde sagen, das ist doch mal ein geiler Einstieg in ein geiles Game, Freunde, oder? Was soll ich dazu sagen? War richtig geil. Die richtigen Cutscenes sehen richtig geil aus. Allgemein, das Spiel macht einfach Spaß. Ey, die Zeit ist so im Flug vergangen, es waren jetzt einfach 2 Stunden. Freunde, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr kurz eine Bewertung da lasst. Gerade bei 2 Stunden ist kurz sicher so 5 Sekunden drin. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer Eindruck ist von dem Game nach 2 Stunden. Und dann hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.